Hi, Hursday 235. Das ist jetzt mal eine sehr kurze Folge. Und zwar, ich war mit Sportakus und anderen essen und deswegen bin ich zu spät zum Hursday gekommen. Ursprünglich wollten wir für 5 Uhr den Tisch reservieren, aber dann hieß es, aus irgendwelchen Gründen haben wir erst einen um 6 bekommen. Ja gut, im Nachhinein habe ich jetzt mal gegoogelt und rausgefunden, das Restaurant macht halt auch erst um 6 Uhr auf. Dann ist halt auch naheliegend, wenn es erst um 6 Uhr die Tischreservierung machen kann. Naja, war auf jeden Fall ein sehr schönes Essen, aber dadurch bin ich halt viel zu spät zum Hostel gekommen und am Ende dann, die anderen wollten noch Nachtisch und ich habe gesagt, komm, ne Cola noch, aber dann muss ich mich echt auf den Weg machen. Cola kann ja nicht so lang dauern. Ja gut, die anderen haben Nachtisch bestellt. Ich wollte halt währenddessen schnell eine Cola trinken und abfahren, weil die Cola kam nicht. Und ich habe gewartet und gewartet. Die anderen haben in der Zeit den Nachtisch aufgegessen. Dann haben wir gesagt, ja gut, dann zahlen wir. Und ich, und dann haben wir halt mal gewartet, bis jemand kam mit der Rechnung. Und dann, ach so, ich kann alles auf eine Rechnung machen. Dann kann ich sie alle auf einmal abrechnen. Wir zahlen eh alle einzeln. Und die anderen wollen ja auch noch bleiben. Oh, Mist, sie ist schon wieder weg. Wieder warten. Gut, okay, wer möchte denn als erstes zahlen? Und dann hat sich Two-Face dann erstmal vorgedrängelt. Ey, ich habe einen Termin, ich muss zum Hostel. Nee, Two-Face hat sich vorgedrängelt. Oh, hier habe ich, ja, also, Two-Face hat erstmal bezahlt, wobei seine Karte wurde nicht angenommen. Dann war ich dran. Was haben Sie denn bestellt? Ja, also ich hatte 3 Cola, davon sind immer nur 2 angenommen. Oh, das muss ich im System berichtigen. Schauen war sie wieder weg. Ich habe ja gedacht, dass die Cola vielleicht noch irgendwann kommt, aber nee. So, dann habe ich bezahlt, aber dann war schon der Hurst hier fast vorbei. Übrigens, ach ja, richtig, wir sind jetzt auf, in meiner Abwesenheit hat Ekano Ascalon auf die 1.26.6 geupdatet. Ja, und dann bin ich viel zu spät gekommen und habe mir extra jetzt auch einen Raum ausgesucht im Schloss, der schnell geht. Und zwar ist das der Raum, der eigentlich der Wintergarten sein sollte. Aber der König hat gesagt, den soll ich nicht einrichten. Das heißt, ich habe nur die Decke und den Boden und die Wände jetzt gemacht. Hier fahre ich gerade Moos für den Boden, weil eigentlich wäre es halt der Wintergarten gewesen. Gut, aber den richte ich jetzt halt nicht ein. Der König möchte da ein Treppenhaus hinmachen, weil, ja, sag mal, es gibt ja nur eine Treppe im ganzen Schloss vom Erdgeschoss nach oben und die ist auch noch recht eng und deswegen möchte der König halt einfach noch ein größeres Treppenhaus da irgendwie anbauen. Ja, und deswegen mache ich das jetzt noch ganz schnell. Ja, genau, hier kommt dann einfach ein Moosboden hin. Kann der König, ich meine, Moosboden ist ja jetzt auch nichts Schlimmes, kann man ja so lassen. Der König, mal gucken, wie der König das Treppenhaus dann baut. Ich muss immer das Schloss fertig machen. Und es fehlen ja jetzt tatsächlich nur noch 2 Räume. Aber ich denke mal, so 4 Hurste ist noch, dann können die fertig sein. Ja. Ja, was fehlt hier jetzt noch? Ach, die Decke fehlt noch. Ah. Ja, war jetzt auch ganz uninspiriert, einfach nur eine Schicht Laub. Ja, die anderen haben auch schon Amadillus gefunden. Jetzt in der 1.26. Ich mache noch einen Special dazu. Also ich hoffe, dass. Die anderen haben weniger als 10 Minuten gebraucht, um Armadillo zu finden. Ich bin mal gespannt, wie lange ich dann brauche, bis ich verzweifelt aufgebe, weil ich keine finde. Also die anderen, also Chrissy sagt schon, man wird totgeschmissen im 1.26er Gebiet. Aber ich warte einfach mal ab. So, ist der Raum jetzt fertig und bereit zur Abnahme? Ach so, hier unten, das fehlt noch, ja. Okay, aber dann wäre der Raum jetzt fertig zur Abnahme. Geh nochmal raus. Ich zeige jetzt nochmal ohne Shader wegen neuer Version. So sieht das Schloss jetzt von außen aus. Und ich sag hier an der Stelle Arrivederci, over and out.